Charakter. Der Mann hat Charakter. Der Simon ist für mich ein leuchtendes Beispiel an Geradlinigkeit, an Unkünsteltheit und Strebsamkeit. Seine Velo-Anfänge waren zaghaft. Er hat mit einem zu grossen Velo halt angefangen, aber er war geradeaus von dem Velo-Virus infiziert bis heute. Die Highlights in der Karriere von Simon sind sicherlich sein Schweizer Meistertitel, sein dritter Platz in St. Wendel an der Weltmeisterschaft um 23. Für mich war das ergreifend. Während dem Rennen da hast du keine Fingernägel mehr, bis es fertig ist. Es war wahnsinnig spannend. Und dann steigt da dein Kind auf das Podest rauf. Und kann ihm so mögen gönnen, dass er das auch können erreichen konnte. Ich bin sehr stolz auf Simon. Eine grote Wedstrijd. Er hat zeker genoeg in Meilen voor eigen volk in het Zwitserse kampioenschap zwaar op de kop. Tja, dat is natuurlijk. Simon is voor mij een goede vriend geworden. Met hem die ik eigenlijk de Leidenschaft van Velofahren teile. We hebben schon sehr viel zusammen erlebt in diesem Sport. En ik hoop dat we weiterhin nog schöne Velotouren machen können. Er ist ein Kämpfer, auf jeden Fall. Er geht nie auf, auch wenn es mal schlecht läuft, auch wenn es dreimal schlecht läuft. Irgendwann läuft es ihm wieder gut. Ich kenne keinen anderen, der so gerne Velo fährt wie er. Es ist wirklich Leidenschaft bei ihm. Simon ist für mich wirklich ein Vorbild für als Sportler, für den Quersportler. Als Mensch, als ganze Person, die er sich reingibt und wie er den Sport lebt.